So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Warhammer 2 mit den Skaven. Heute werden, beziehungsweise werde ich, nicht wir unbedingt, ne, werde ich erstmal das versuchen, das Ritual abzuschließen. Das erste, damit wir endlich mal vorankommen. Das ist ja einfach the fuck. Ich muss mich jetzt sowieso extrem stark auf dieses Ritual konzentrieren. Ich lasse den guten alten Zrick noch ein bisschen Zeit, seine Armee aufzustocken, dass er ein paar Leute kriegt. Aber ich werde eine Armee mit dem zusammenstellen noch. Das heißt, dass ich zwei habe. Ich brauche mindestens zwei. So, dann nehmen wir hier natürlich Artillerie, bla bla bla. Das passt alles. Geschossinfanterie ist cool. Das heißt, Todesrat ist ja auch Geschossinfanterie. Das ist eine Kriegsmaschine. Ich hoffe, zählt es zur Artillerie? Ich weiß es nicht. Das Problem ist beim Ritual, es spawnen ja Chaostruppen. Ich weiß nur nie, wo diese Chaostruppen herkommen. Und deswegen will ich auf jeden Fall eine kleine Armee haben dann. Erstmal. Die mir hilft, das einzunehmen. Und das abzuwenden. Eigentlich noch nicht. Ich biete das später an. Jetzt noch nicht. Ich will erstmal meine Truppen rüberbekommen und schon mal positionieren, dass ich weiß, was da abgeht. Oder holt sich mal kurz das Ding. Die Armee verbessern. Raserei. Und Helm der Zwietracht. Helm of Discord. Der ist nicht schlecht. Das ist sogar richtig gut, der Helm der Zwietracht eigentlich. So, dann mein Sklavenboy kann erstmal da drüben bleiben und kann weiter Leute anheuern. Und hier wird mein Freund erstmal ein bisschen... Was nehmen wir denn? Seuchenmönche vielleicht? Weißt du was, der kriegt jetzt diese Höllengrubenbrut. Und zwei Flammenwerfer. Dauert noch ein bisschen, bis er sie bekommt, aber wenn er sie hat, auf jeden Fall super toll. Und dann, das Ding ist ja auch, ich kann dann auch damit hier... Slatlan abfangen, sozusagen. Ich muss noch der goldene Turm verstärken. Dass da eine... Weil da kommt man da nicht durch. Die Echsen kommen da ja nicht durch, wenn ich da eine Garnison drin habe, also dieses Gebäude. Das heißt, alles klar. Und dann kann ich nämlich da hinten vielleicht Tempel der Schädel einnehmen. Mal schauen. Ach, natürlich. Fuck, das ist scheiße. So, die Glocke ist fertig. 35 Runden. Ach nein. Ich muss ja das... Alter Schwede. Alles klar, nehmen wir das erstmal. Das dauert ja ewig. Ich muss hier den Bereich auch noch frei... Oh. Aber ich nehme es dann, weil dann soll er das alles... Na, soll er die 35 Runden halt machen. Nun, du kannst schon mal zur Schlangenküste. Ach, Nahrung. Ich habe wieder zu wenig Nahrung. Lol. Wie viel Prozent bin ich denn? Bei 25. Ich muss echt wieder Schlachten führen. Ich mache minus 7 Nahrung. Alter Schwede, Siedlungsunterhalt. Minus 13. Ich muss ja richtig schnell eine Schlacht führen. Alles klar, weiter. So, da muss ich hier doch auf Nahrung umstellen. Ich habe gar keine andere Wahl. Dann lieber weniger Gold, ein bisschen öffentliche Ordnung weniger, aber die Nahrung... Alter, wir sind schon bei 20%, das heißt... Oh, oh. Oh, oh. So, den erstmal dazu schicken. Mobilität steigern. So, das hilft mir dann im Endeffekt dann doch mehr. Dem Schurken dann Gegenschläger geben, natürlich. Ne, noch mehr Nahkampfangriff. So. Und hier im goldenen Turm, wie gesagt, diese Garnison. Das, also ich muss auf jeden Fall Stufe 2 bauen. Also ja, die zweite Stufe davon auf Stufe 3. Weil da bekomme ich erst die Mauern. Weil da steht's. Ja, fügt der Siedlung Mauern hinzu. Das steht jetzt da. Früher haben eigentlich normalerweise auch schon immer die ersten in den Städten gegeben. Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich von Volk zu Volk unterschiedlich. Da muss man halt drauf achten. Das habe ich halt vergessen. Das hätte ich schön machen sollen eigentlich. Und ich baue, glaube ich, das.
Und eigentlich bräuchte ich sonst nichts. Ich habe eigentlich alles. Ich habe die Waffenhöhle, die Clan-Waffenkammer. Das heißt, die beiden Sachen brauche ich nicht mehr. Ich könnte eine Garnison bauen höchstens. Ich könnte diese Höhle bauen für Wachstum, aber Wachstum interessiert mich eigentlich nicht. Das heißt, ich baue die Müllgrube und dadurch habe ich dann auf der zweiten Stufe, kann ich 4 Leute rekrutieren in der Siedlung. Das hört sich doch gut an, oder? Und ich schicke den Schurken schon mal ein bisschen vor, dass der scouten kann. Sehr schön. Sieht ganz gut aus. Also da kann ich, glaube ich, sicher reingehen und den vernichten. Alles klar, weiter. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich dieses Essen bekomme und Schlachten führe. Weil, ne? Ich hätte eigentlich auch mit dem Ritual anfangen können, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Das Problem ist nur, ich denke, es wird nicht reichen, meine Armee. Ich weiß, auf der ersten Stufe ist es noch gar nicht so toll. Aber sicher, sicher. So, jetzt haben wir richtig schlechte Karten. So, also geht erstmal die Garnison angreifen. Fehlgeschlagen, natürlich. Das ist nicht schön. Was ich aber jetzt dagegen machen kann noch. Achtung, ich gehe jetzt dahin. Hier. Und werde erstmal plündern. Das gibt mir ein bisschen Nahrung wieder. Einfach so ein bisschen dagegen steuern. Und hier gucke ich mal, dass ich noch Fernkampf-Infanterie kriege. Oder weißt du was, nicht mal Schossinfanterie in dem Sinne, sondern eher nervige Infanterie im Sinne von Gossenläufer, die rumlaufen und einfach ihre Scheiße werfen und die halt richtig nerven, die anderen. Ich hoffe, das bringt was. So, dann müssen wir das hier skillen. Das gilt dann alles, was ich brauche. Also virulente Pläne anscheinend, Gifte brauen, ne, hier solchen Mönchen nochmal ein bisschen verbessern und solchen Priester anscheinend. Sonst komme ich da nicht hin. Das heißt 35 Runden, bis ich den Scheiß habe. What? Fuck. Ja, mal schauen. So, das heißt, wir plündern erstmal, sollte passen. Das sollte nicht passen. Das ist minus 3. Ich könnte die Steuern ausstellen. Aber ich brauche das Gold zurzeit. Deswegen lassen wir das mal. Machen einfach erstmal weiter. So, was hat denn seine Armee? Eigentlich hat er nicht viel. So, Garnison angreifen erfolgreich. Mein Gegenschläger. Weißt du, eigentlich könnte ich dem auch mal Zeug ausrüsten. Wie wär's hier mit Rüstung des Glücks? Oder Helm der Zwietracht, der wäre nochmal besser. Weil der sorgt dafür, dass der andere weniger Nahkampfabwehr hat. Okay, Helm des Zwietrachts. Waffen, was kriegst du denn? Ermöglicht magische Angriffe. Sehr schön. Dann ist er rüstungsdurchdringend. Das ist wichtig. Und Rettungszauber, wieso nicht? Der ist nämlich sehr wichtig, der Typ. Weißt du was, machen wir nochmal 3 Seuchenmönche. Ja, wie gehen die eigentlich im Unterhalt? Ich weiß es gar nicht. 180 ist nicht schlecht. Und die sind gut gegen Infanterie. So, bei dem nehmen wir natürlich Artillerie und Geschossinfanterie nochmal. Das sollte auch passen. So, der holt sich mal das Ding. Was war's? Armee am besten. Schwere Eisen, sehr schön. Und Schatzkammer, 1000 Gold. Passt auch. Dann marschiert er einfach wieder zurück. Damit das nicht hier zu niedrig wird. Eigentlich bräuchte ich so eine Glocke. Das heißt, ich muss in einem dieser Dinger eine Glocke bauen, dass es 4 öffentliche Ordnungen nochmal gibt, dass ich dann wenigstens ins Plus komme.
Und ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, damit ich zur Not noch mal fliehen kann. Ja, falls ich das belagere. Das heißt, ich... ich kann sogar noch näher ran. Ich will halt nicht so nah ran, dass er Unterstützung bekommt durch die. Deswegen gehen wir mal hier hin. Sollte passen. Der ist noch kräftig am Anheuern. Der geht dann nach Zlatlan. Also anscheinend ist in Zlatlan nichts los. Aber ich schicke mal meinen Techniker los. Damit er da mal gucken kann, was da so abgeht. Hä? Wenn da keine Armee ist, dann hat der andere Typ Pech gehabt. Der hat auch nichts Gutes. Der hat echt nur schlechte Einheiten. Anscheinend kann er sich nichts anderes leisten. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Wahrscheinlich sind die Balken extrem schlecht. Aber ich... Warte. Ich mach das anders. So. Krieg beitreten gegen Ding. Und das sorgt nochmal dafür, dass die mich dann nochmal mehr mögen. Nee, das sieht schlecht aus. Ich muss erstmal einmal die Garnison angreifen und dann... Das heißt, ich gehe dahin und lagere erstmal. Und ich gucke dann mal, dass ich die Garnison da angreife. Schicke dann diesen Typen mal da nach oben, weil ich glaube, er hat da oben keine Armee. Oder? Nee. Hol mir dann Zlatlan. Das ist auch wieder, ne, Edelsteine und so. Ist auf jeden Fall sehr nice. Sollte passen. Und dann gucken wir mal. Dann bauen wir hier mal die Glocke aus, damit die hier ein bisschen zufriedener werden. Obwohl, ich glaube, es ist, ich baue hier nicht die Glocke aus, sondern ich baue erstmal hier unten eine Glocke überhaupt. Ich muss wahrscheinlich beide Glocken erstmal bauen. Also ich müsste theoretisch bei beiden eine bauen, damit ich die Armee endlich abziehen kann und die mir sozusagen ein bisschen helfen kann. Scheiß ist das! Oh, der Idiot ist rausgegangen. Habt ihr das gesehen? Ich war gerade vor totalen Gedanken. Aber wenn der Typ rausgeht, habe ich theoretisch die Chance auf einen Hinterhalt. Das heißt, ich kann angreifen, zurückgehen, ne? Alles immer wieder machen und gucken. Vielleicht kriege ich es dann hin, dass der zum richtigen, also zum falschen Zeitpunkt oder beziehungsweise halt ein Hinterhalt passiert. Weil wenn der Hinterhalt passiert, dann... Der ist ja total behindert. Der ist nicht mal in der Reichweite von dem Ding. Alles klar. Einheiten angreifen. Sehr schön. Probieren wir es nochmal. Vielleicht kommt ja ein Hinterhalt raus. Noch einmal. Nein, anscheinend funktioniert das nicht so. Was, mir ist es eigentlich egal? Doch, jetzt hat's geklappt. Hinterhalt. Wisst ihr was? Weil es mein alter Feind Krokgar ist, werden wir diese Schlacht kämpfen. So ein Hinterhalt. Das ist richtig schön. Ja, und ich habe schon lange keine Gefechte mehr geführt. Deswegen machen wir einfach mal. So. Armee ist aufgestellt, ich habe die mal ein bisschen weiter hinten eingestellt, damit die Geschossinfanterie abwehren und die Kroxigore mit den Helebarden. Die sind ja gut gegen große Feinde und meine Infanterie normale, oder der größte Teil davon, soll einfach vorne angreifen. Deswegen machen wir das einfach mal so. Und so, und das schießen wir rein. Und die Rattenoger kommen mal raus. So, die Rattenoger sollen sich die da schnappen. Ilke da hinten rein. Und Squeak Headtaker wird sich den Krokgar holen. Du darfst da nicht drin sein.
Irgendwie sind meine Rattenogen anscheinend zu langsam. Nee, geht eigentlich. Sehr schön. Wir sollen da hinten aufräumen. Sehr gut. Hol dir den Helden. Quick da. Zack, zack. Haut ihm ein paar aufs Maul. Na, du kleiner Dino. Ich mache mir jetzt meinen eigenen Jurassic Park, indem ich deine Viecher nehme und sie zähmen werde. Er bricht schon. Feigling. So ein Feigling. Also irgendwie gefallen mir die Rattenoger nicht so wirklich. Ich muss echt so ein Todesrad holen. Und nicht diese komischen Rattenoger. Ihr könnt da hinten rein. Quick, hol dir das. So, und den bestatten wir mal einen Besuch ab mit meinen Ratten. Oh, sie brechen. Das war's. Das war's! Es ging, naja. Meine Rattenoger waren echt nicht gut. Aber wir haben die Armee zernichtet. Entscheidender Sieg. Sehr schön. Und es gibt wieder Essen. Mmh. Lecker Echsenfleisch wieder. Elfen sind aus. Müssen wir das nächste nehmen, was da ist. Ne? Später kommt auch noch Chaos. Den kann man auch gut essen. Wir haben so ein paar Mutationen. Sehr exotisch, Chaos. So. Dann natürlich wieder Essen. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Eigentlich müsste ich da bleiben, weil das Problem ist. Ja. Ich bleib erstmal da und greife das nicht an. Das Problem ist, er hat noch zu hohe Verstärkungsraten. Die muss ich irgendwie auskriegen. Und wir nehmen jetzt kurz mal öffentliche Ordnung, weil ich Probleme mit öffentlicher Ordnung habe. So. Victory! Hornet Rat, notice me! Set a trap there. Guck mal, der verstärkt sich ja richtig. So, Trophäe eines Assassinen, des Assassinen, sehr schön. Alter, der hat jetzt diese Fähigkeit. Dann hat er den Helm des Discord, also Helm der Zwietracht. Ja, Helm der Zwietracht. Das heißt, der kann einen richtig übel schwächen und er kann eigentlich so gut wie jeden umbringen. Weil das ist schon dann um 50 verringert, sozusagen. So, wir laufen normal hin. Du kannst erstmal Technologie stehlen. Schade. Technologie stehlen ist gut, das erhöht meine Forschungsrate, hätte ich vielleicht früher machen sollen. Machen wir erstmal weiter. Oder? Obwohl, ich habe wieder Gold. Aber ich kann nicht nochmal so eine Glocke bauen. Ich würde nämlich gerne nochmal so eine Glocke bauen, um einfach dem hier vorzubeugen. Ja, dass die öffentliche Ordnung hier erstmal steht. Und dann später, ne? Später kann man da mal schauen. So, dann, wie immer. Truppen angreifen interessiert mich eigentlich nicht. Ich würde eher sagen, Garnison angreifen. Sehr schön. Und dann gehen wir auch direkt ran. Soll ich das wirklich machen? Eigentlich schon. Einfach nur belagern. Ich kann ja, zur Not kann ich ja abbrechen und weglaufen. Das ist ja kein Ding. Aber, ne, damit erstmal alles in trockenen Tüchern ist. Lassen wir das erstmal so. Alles klar. Also dann bauen wir wieder nochmal eine Glocke. Weil ich muss ja darauf warten, bis hier Überschuss kommt und Bevölkerungsüberschuss auf 4 zu kriegen, das dauert noch ein bisschen. Dann könnte ich da eine große Glocke hinbauen. Aber bis jetzt lohnt sich das noch nicht. Gucken wir mal. Das ist ja Blödsinn, dass das so aussieht. Ich meine, meine Einheiten sind schon ziemlich gut. Und die haben irgendwie nur das Quick Cord. Das einzige ist dieser ehrwürdige Stegodon, der ist richtig nervig. Aber wir belagern einfach mal.
Ich habe aber, ich habe nämlich auch so eine Höllengruben-Bla-Bestie. Und wenn wir Belagerungstürme und... Das sollte passen. Belagerung fortsetzen. Get the things. So, hier müssten wir aber jetzt soweit sein. Das werde ich auch kämpfen, weil die haben eigentlich so gut wie gar nichts auf den Zinnen. Also ich weiß es nicht. Ja, das Ding, ehrwürdiges Stegodon, das kann ich auf die Zinnen. Die Fuzis, die müsste ich eigentlich alle schlachten mit meinen Sturmratten, hoffentlich. Deswegen, ja, führen wir die Schlacht. Vielleicht führen. Belagerung, ich glaube, ich habe Echsen noch nie belagert. Also richtig, so eine Schlacht geführt gegen eine Echsenstadt selbst. So, fangen wir einfach mal an. Die Türme erstmal ran. Die Gossenläufer nach vorne. So. Dann meine Seuchenmönche auch nach vorne. Das Rad kann eigentlich hier das Pförthaus kaputt machen. Genauso wie meine Bestie. Alles los. Und meine Warpflammenwerfer können auch mal hier hin. Am besten. Zeig mal das Rad, Alter. Ach, natürlich sind jetzt meine Gossenläufer im Weg. Aus dem Weg mit euch. Lasst die Türme ran. Sehr schön. Und meine Flammenwerfer kommen auch. So. Läuft doch alles. Was ist denn das Problem, meine Güte? Das Tor ist offen. So, dann schicken wir mal das Doomwheel da rein. Guck mal, was da so abgeht. Oh, meine Bestie muss raus. Raus mit dir. Fuck, die hält ja überhaupt nichts aus. Die ist ja gar nicht so geil. Ich habe die irgendwie geil in Erinnerung. So, die Bestie hat nämlich den Vorteil, dass sie eigentlich regenerieren kann. Gucken wir mal, wie gut sie regenerieren kann. Ist meine Bestie jetzt gestorben? Du Scheißviech, du bist echt Dreck. Irgendwie nur gut gegen Infanterie anscheinend. Es ist doch nerviger, als ich dachte. Aber das Rad überrollt schön die Viecher. Das ist geil. Sollte alles klappen. Das scheiß fucking Viech läuft jetzt auch weg. Sehr schön. Wo ist denn der Chef? Hier, mein gutes altes Rädchen. Verfolgt den mal. Kann doch nicht sein, dass der hier wegläuft. Wir wollen den jetzt umbringen, du kleiner Saurier. So, das Rad. Oh, das Rad hat ihn schön überrollt. Er ist gebrochen. Sehr schön. Ich brauche echt mehr gegen große Viecher. So. Anführer ist tot. Alles klar, dann holen wir uns jetzt die Echsen.
Gucken wir mal, wie sich mein Kommandant hier schlägt. Gegen die großen Krokos. Ich glaube nicht so gut, aber wir versuchen es auf jeden Fall. So, Räder gegen Krokos. So sieht's aus. Du darfst auf jeden Fall nicht sterben lassen. Da muss ich aufpassen drauf. Oh oh. Raus mit dem Rad! So, jetzt machen wir das so und dann... Nein, warte. So und dann da rein. Sehr schön. Dafür sollte mein Rad noch genug Power haben. Ist das Scheißviech jetzt tot? Geh doch mal auf die drauf da. Meine Fresse, da stehen Leute und die... Ah, die haben keine... Ach, die haben keine Munition mehr. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die hätten noch Munition. Da hätte ich natürlich vorher drauf achten sollen. War extrem schlecht geführt, die Schlacht. Das Rädchen kommt. Die Verfolgungsjagd. Sehr nice. So, flieht, ihr Narren! So, einfach mal durchfahren. Das ist schön. Irgendwie habe ich die Bestie stärker... Also ich habe gedacht, die wäre ein bisschen stärker. Die ist ja sehr schnell gebrochen. Und die Regeneration hat auch nicht wirklich eingesetzt. Naja, hätte mehr Infanterie da sein müssen. Aber wir haben es geschafft. Ein Pyrrhus-Sieg. Aber immerhin ein Sieg. Das heißt, jetzt erstmal nochmal wieder ausrauben und dann in der nächsten Runde dann besetzen. Weil ich glaube, diese Siedlung wird sehr viel Gold abwerfen. Great victory. Nur 8000. Und ein Schurkenhelm. Sehr schön. Ich muss jetzt aber bis nächste Runde warten. Und da sollten die Garnison eigentlich noch nicht wieder da sein. So, und jetzt sieht es doch ganz anders aus. Ah, weißt du, gleich mal ein automatisches Gefecht rein. Zack, extrem viele Ratten verloren. Aber das interessiert mich ja nicht. So. Und dann natürlich erstmal ausrauben, 13.000 Gold, easy. Und dann wieder dasselbe Spielchen. Einfach, alter Schwede, was ist denn hier los? Der Typ hat ja ohne Ende gehabt. So, und dann einfach dasselbe Spielchen, einfach mit dem reinlaufen. Und die Stadt holen. Und eine Fraktion vernichtet. Sehr schön. Und Kohle ohne Ende. Und endlich dieses Nahrungsding. Alter, 6 Nahrung durch eine Siedlung. Ist eigentlich ganz gut. Würde ich wieder machen. So. Und das Ding da noch hin. Obwohl, warte, bevor wir eine Waffenhöhle bauen, ich will ja die Seuchenmönche, ich will ja die nächste Stufe von den Seuchenmönchen. Deswegen bauen wir das mal. Und das ist wahrscheinlich auch für irgendeine Forschung oder sowas. Und es macht öffentliche Ordnung, was auch wichtig ist. Ist nicht mal für eine Forschung. Aber machen wir mal. So. Ich würde sagen, damit haben wir den größten Feind ausgeschaltet. Ja. Der Rest sollte kein Problem mehr sein, hoffentlich. Das sollte dann erstmal für heute reichen. Ich muss, wie gesagt, nächstes Mal, wenn dann wirklich die... wahrscheinlich die... Ne, also schon mal die Rituale angefangen. Als erste zumindest, vielleicht das zweite noch. Mal schauen, wie viele Runden wir hinkriegen. Und dann noch so ein bisschen hier alles aufsaugen. Vielleicht die Zwerge, ich weiß nicht, wie stark die sind. Ah, die sind doch schon sehr stark. Das Problem ist aber, ich will gerne dieses Gebiet hier fertig haben. Und der Fluchdschungel gehört leider den Zwergen. Und das sorgt dafür, dass die Zwerge mir natürlich auf den Sack gehen damit. Ja, weil ich will das ja haben, damit ich hier diese, hier, ne, einstellen kann. Egal, passt auf jeden Fall. Wir haben eine Fraktion vernichtet, das hat ewig gedauert wieder. Ich habe mich echt dumm angestellt, aber es hat am Ende geklappt. Deswegen, wie immer, falls die Folge gefallen hat, dann lasst mir auch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wenn ich wahrscheinlich die Rituale angehen werde. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Euer Schulzmann.